Hallo Wanderer, ich begrüße euch mal wieder im Harz. Habe ich lange nicht wiedergesehen. Aber ich habe heute mir den Männertag mal vorgenommen, hier eine Tour zu machen. Wir haben also den 9. Mai 2024. Und am letzten Wochenende, ja, hat es ja nicht ganz so gut geklappt. Ich musste mich ja schleppen, um dann die 106 Kilometer bei der 7-Seen-Wanderung Dreiländer-Tour XXL voll zu machen. Deswegen mache ich heute erstmal 20 Kilometer. Mal sehen, wenn ich in Thale in meiner Ferienwohnung angekommen bin, vielleicht noch eine kleine Wanderung dort vor Ort. Ja, ich bin ja schon an meiner ersten Stempelstelle vorbeigekommen. Drei werden es heute. Und da werde ich gleich da unten stempeln. Die ist nämlich hier am Fuße dieses kleinen Berges. Es ist nämlich die Altenburg bei Heimburg. Stückchen, also ganz dicht an der A 36. Ja, und wenn ihr mich auf dieser kleinen Tour begleiten wollt, dann schaut euch dieses Video an. Ich würde mich freuen. So, hier befindet sich mein heutiger erster Stempel. Ich bin ja gerade von dem Pavillon da oben zurückgekommen. Hier ist noch ein bisschen, ja, Reste von dieser alten Burg bei Heimburg. Und dieser Stempel zählt für den Wanderpass, aber auch für Geschichtsorte. Das Begleitheft. Ganz toll gemacht hier auf dem Walderlebnispfad. Schöne Holzschnitzarbeiten, dass man hier sieht, was so an den Bäumen wächst, was für Tiere unterwegs sind. Und hier ist auch die Erklärung, was man hier so erleben kann. Da hängt noch ein kleiner Specht. Sehr schön. Müsste auch gleich meine nächste Stempelstelle kommen. Das war ein Barfußpfad und hier kommt der Sonderstempel. Waldlehrpfad Bärenstein. So, mir ist so warm geworden, ich muss jetzt hier erstmal meine Jacke ausziehen. Puh, selbst hier im Wald ist es recht warm. Thank you.
zweiter Stempelkasten für heute, mal von dem Sonderstempel abgesehen. Klostergrund Michaelstein, Nummer 59. Ja, und ich gehe gleich nochmal zu den Teichen, die sich hier hinter mir befinden. Da ist sie, die Stempelstelle 87, der Volkmarskeller. Und hier ist ein Hinweis, dass sich der Volkmarskeller in 50 plus 30 Metern irgendwo hier hinten befindet. Da gehen wir doch mal hin. Schauen wir doch mal, was es damit auf sich hat. Ach, hier blüht natürlich alles, sieht toll aus. Komoot wird gleich wieder meckern. Dass ich mich nicht mehr auf der Tour befinde, aber das ist mir jetzt egal. Volkmarskeller 15 Meter hoch und da drüben ist die Schirmlichte. Das ist wieder ein Begriff aus dem Bergbau wahrscheinlich. Okay. Ja. Interessanter Anstieg. Hier ist ein Hinweis. Alt Michaelstein. Ah, hier, jetzt kommt's. Wow. Die Bäume sind ja ein Wahnsinn. Hier kommt es. Hier ist der Keller. Ah. Okay.
Okay. Da ist ein bisschen eng zum Reingehen. Hier kann man reingehen. Schön dunkel. Vorhin habe ich hier drin was knacken gehört. Ja doch, es tropft ein bisschen. Wahrscheinlich irgendwo Feuchtigkeit. Das ist also der Keller. Schön. So, über mir, da ist noch, ja. Also man muss sich nicht bücken. Ich bin 1,85 Meter groß. Da ist noch Luft nach oben. Gehen wir doch mal durch diesen Eingang, Ausgang. Jetzt ist es ein Ausgang, gehen wir doch mal raus. Achso, hier geht es dann nicht weiter. Okay, ich muss also wieder rein und den anderen Ausgang benutzen. Schön, dass ich doch noch hierher gegangen bin. Macht ja auch Sinn, diese Orte hier zu erkunden. Toll. Da geht's weiter. Der war wohl mal zugemauert wahrscheinlich. Sieht man noch Reste. Oh, Tageslicht. Ist es nicht toll? Hier ist mein letzter Stempelkasten voll für das Sonderheft Burgen und Schlösser bzw. Geschichtsorte König Pfalz Bodefeld. Ich habe gedacht, hier gibt es noch irgendwas. Königspfalz. Bodefeld. Aber nein, nichts zu finden. Dann muss ich hier wieder zurück.
sind keine 2 Kilometer mehr, dann ist die Tour für heute beendet. Ich muss sagen, eine schöne Tour. Hat mir super gefallen. Schaut euch das Wetter an. Bestens. Sonne war draußen die ganze Zeit, aber trotzdem, es war nicht zu warm. In den schattigen Wäldern hier konnte man sich wirklich schön abkühlen. Wind war ein bisschen da, auch geholfen. Super. Die Wege trocken. Keine Bäume, über die man klettern musste. Einfach toll. Ja, da macht das auch wieder Spaß. Und guckt euch das Grün an. Überall grün. Meine Schuhe sind jetzt eingelaufen. Die habe ich, sind neu, habe ich am Montag bis Mittwoch auf Arbeit mal eingetreten. Ja, und jetzt sind sie richtig eingelaufen, denke ich mal. Haben auch gut funktioniert. Ja, vom letzten Wochenende, von den 106 Kilometern, habe ich ein bisschen was noch gemerkt. Das Problem unterm linken Fuß und dieser Schienbeinansatz am rechten Bein, ja, ist noch nicht ganz weg, aber ja, was will man mehr? Ich habe das ja super gemeistert. Bin also dann bei 21 Kilometern heute und das ist ein guter erste Vorbereitung für meinen MT Harzmarsch Thale. Das sind 60 Kilometer und das ist übermorgen. Das heißt, darauf bereite ich mich ein bisschen vor. Ich wollte mal sehen, ob es noch gut funktioniert nach dem letzten Wochenende. Und es hat super funktioniert. Ich bin also guter Dinge, dass ich, wenn ich morgen noch mal eine Wanderung gemacht habe, das wären so 30 Kilometer, vielleicht geht es heute Abend noch mal in Richtung Thale raus. Ja, und Thale, da ist auch meine Ferienwohnung. Ich bin also gleich am Auto und werde von Heimburg dann wieder nach Thale zurückfahren. Stempel sind im Gasten, ein Sonderstempel und zweimal Geschichtsorte, also Burgen und Schlösser, und dreimal für den Wanderpass. Ich komme also meinem Wanderkaiser immer näher. Ziel dieses Jahr, mal sehen. Ja. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Setzt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Abonniert den Kanal. Ja, und wenn ihr Lust und Zeit habt, schreibt mir einen Kommentar. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Harz. Also es lohnt sich, ihn zu besuchen, wenn das Wetter und alles einfach passt. In dem Sinne, tschüssi und bye bye. I'm not afraid to die.